Aus Hartheim bei Würzburg, sie ist 15 und ihre Mutter Reni, sie ist 40. Beide haben sich verknallt in dieselben vier Jungs. Stoffteddys, eine Schallplatte, alles wollen sie ihren Darlings mit der betörenden Stimme schenken. Den Buben von Caught in the Act. Gleich geht's los, Claudia und Reni fahren zum Konzert nach Köln. Wie die Tochter, so die Mutter. Für den Bastian, eine Elvis-Platte, weil er voll auf den steht und das sein Idol ist. Habe ich mir gedacht, das wäre ein schönes Geschenk. Und es ist für den Benji, der hat bald Geburtstag, deswegen kriegt er auch was. Und die anderen Kuscheltierchen sind noch für den Lee und für den Eloy. Ganz egal, wo Caught in the Act singt und springt, Claudia und Reni sind immer dabei. Seit zwei Jahren schon. Sie sammeln, was sie kriegen können. Poster und Platten. Und natürlich kennt auch Mama alle Lieder auswendig. Jede Zeile perfekt. Don't walk away from me. I love you endlessly. I want to share my love always and forever. Don't walk away. Ganz wichtig, die Vorbereitung auf den Megaabend. Alles muss sitzen, auch beim Schminken. Vielleicht klappt's ja heute Abend. Vielleicht verirrt sich ein Blick der Superboys. Vielleicht kommen sie sogar ran an die Jungs nach dem Konzert. Claudia ist schon jetzt hin und weg und ihr Herz schlägt ganz besonders für einen. Das ist mein Liebling, der Bastian. Süß, gell? Traummann. Ist das dein Traummann? Ja, mein Traummann. Warum? Er gefällt mir einfach so von der ganzen Art her und so. Er ist auch ein bisschen schüchtern und so, sensibel. Das gefällt mir alles an. Willst du den heiraten? Ja, klar. Sie sind halt unsere Lieblinge. Bist du denn auch verknallt in Bastian? Nein. Ich liebe sie alle, wie sie sind. Als Fan. Das ist eine Fanliebe. Und du fühlst dich auch nicht zu alt dafür, weil du jetzt 40 Jahre bist und deine Tochter ist auch Fan mit 15? Nein, das hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach die Einstellung und das Gefühl, das ich da habe. Ich meine, es ist ein Hobby von uns und für ein Hobby ist man eigentlich nie zu alt. Endlich ab zum Konzert. Ein weiter Weg. Doch immerhin geht's um die fantastischen vier Sängerknaben. Da ist kein Weg zu weit. Wir begleiten Reni und Claudia. Wir freuen uns jetzt eigentlich schon wochenlang und so darauf und es ist für uns immer wieder ein Ereignis und es ist immer wieder was anderes, es ist nie gleich. Vier Stunden später, wir sind da, Reni und Claudia sind aufgedreht, dann endlich, Teenie-Idol Robbie Williams kündigt seine Sangeskollegen an. Zwei Fans sind begeistert, ihre Lieblinge stehen auf der Bühne, so schön einfach kann das Leben sein, vor allen Dingen ist auch Bastian da. Claudia guckt gleich zweimal hin. Bastian hat herübergeschielt. Jetzt hat sie nur noch einen Wunsch. Backstage gehen. Ja, jetzt noch die Geschenke abgeben. Mal kurz mit ihnen reden, ja. Das wäre super. Und dann klappt's doch. Sie haben gebettelt und nochmals gebettelt. Plötzlich dürfen sie durch. Küsschen links und Foto rechts. Da geht das Herz auf. Tochter und Mama zusammen bei den Superboys. Viel mehr braucht ein echter Fan nicht zum Glück. Tschüss, bis zum nächsten Konzert.